Hi, ich bin Henry. Ich bin in einer Bande. Zusammen mit meinem Bruder Moritz und meinen beiden Cousins, Malte und Ben. Das da in der Flasche ist eine Schatzkarte. Soll ich das denn jetzt mal runter? Gut. Oh, hm. Guck mal. Wir müssen an den Palmen starten. Das ist, glaube ich, der Baum hier. Ich glaube, wir müssen aber da lang. Es geht los zu unserer ersten Aufgabe. Da wartet eine geheimnisvolle Kiste. Was ist das? Ich glaube, da müssen wir reingreifen. Das ist eine Mutprobe. Man kann nicht erkennen, was drin ist. Und? Was ist das? Ben traut sich. Hol's mal raus. Uah, Glibberschnüre. Was sind das? Oh. Stimmt, Ameisenpipi. Eine Flasche mit Ekeltrunk. Bitte! Da ist noch was drin. Oh mein Gott, eine Spinne. Ich traue mich. Ich lasse die Spinne frei. Ich nehme sie sogar auf meine Hand. Hihi, das kitzelt. Die Spinne haben wir schon mal abgehakt. Wir müssen zu den Haien. Wo sind die Haie? Die nächste Aufgabe der Schatzsuche ist auf dem Spielplatz. Hier müssen wir über ein Becken mit gefährlichen Haien klettern. Dafür ziehe ich mir die Handschuhe an. Ich habe nämlich eine Krankheit. Meine Haut ist empfindlich. Ich muss drauf aufpassen. Wir dürfen nicht runterfallen. Da unten ist das Haifischbecken. Geschafft! Yay! High five! Dann waren wir. Was ist die nächste Aufgabe? Ja, der Vulkan! Der Vulkan ist hier. Unser Garagenhof ist eine Vulkanlandschaft. Da stehen schon unsere coolen Mobile. Mit ihnen müssen wir über das Vulkanfeld kommen. Und zwar ohne die Krater mit der glühenden Lava zu berühren. Ich nehme meinen Rollstuhl. Ben und Malte einen Sommerschlitten. Moritz liegt auf seinem Longboard. Den Rollstuhl habe ich wegen meiner Krankheit. Denn manchmal habe ich Blasen unter den Füßen und das Laufen tut mir weh. Jetzt müssen wir nur noch zu der Wasserfontäne. Als nächstes warten ein Wasserfall und eine Schlange auf uns. Da müssen wir durch. Und schon sind wir nass. Macht nix. Das heißt, ich muss schon ein bisschen aufpassen. Füße sind auch nass geworden? Ja. Okay, dann. Aber nur der rechte. Nur der rechte? Wegen meiner Krankheit habe ich Verbände an den Füßen. Die schützen meine Haut und sollen eigentlich nicht nass werden. Meine Mutter macht die Haut vorsichtig trocken. Okay, geht? So. Dann kommen neue Pflaster drauf. Zum Schutz. Ich bekomme sonst ganz schnell Blasen und die Haut geht ab. Sie ist so ein bisschen empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Darum heißt es auch Schmetterlingshaut. Henry! Henry! Die anderen warten schon sehr ungeduldig. Ich muss vorsichtig die Schuhe anziehen. Dann kann es wieder weitergehen. Wir müssen ja noch den Schatz finden. Operation geglückt. Habt ihr was gefunden? Ja! Ah ja, die gelbe Schlange wird uns zum Schatz führen. Wir knoten das Ende der Schlange los und folgen ihr. Komm, wir müssen weiter. Hier hat sie sich aufgewickelt und weiter geschlängelt. Das ist ja ganz schön verworren. Okay, man muss immer die Schlange mitnehmen. Oh. Die gelbe Schlange führt zum Schatz. Schlange, was ist denn weg? Hier. Wir lassen ihn vorsichtig runter. So. Wir können die Kiste rausholen. Ah ja. Was da wohl drin sein könnte. Und? Oh, süß. Oh, wow, Gold. Oh cool, das hier nehme ich. Goldmünzen. Ich bin reich. Ja, wir sind reich. Oder? Ja. Oh.
Wir haben alle Rätsel gelöst und den Schatz gefunden. Wir sind eben ein richtig gutes Team. Ich und meine Bande.